Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Und wie ihr sehen könnt, sind so einige Gameboy-Spiele und sogar ein Gameboy-Advance-Spiel in meine Sammlung geraten. Und die möchte ich euch in diesem Video kurz vorstellen. Vielleicht findet ihr etwas Inspiration für euren nächsten Kaufausflug. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich fange gleich mit einer ganz besonderen Sache an und zwar mit einer Kanalspende. An dieser Stelle viele Grüße an dich, du weißt, wer gemeint ist. Der hat mir schon vor längerer Zeit mal eine E-Mail geschrieben und hat ein paar Gameboy-Spiele über und hat mich gefragt, ob ich die gebrauchen kann. Und ein Spiel davon hatte ich tatsächlich noch nicht in meiner Sammlung, aber er hat mir sogar noch ein weiteres Spiel zugeschickt, was ein Upgrade für mich darstellt und das ist nämlich Asterix für den Gameboy. Asterix für den Gameboy finde ich sehr, sehr cool, weil das ist der erste Teil und erinnert sehr stark an Super Mario Land 1. Das heißt, es sieht so ein bisschen pixeliger aus, es wirkt so ein bisschen anders, sage ich mal, als jetzt diese feingeschliffenen Teile und das finde ich gerade toll. Und natürlich auch der Musik-Soundtrack von Infogrames ist natürlich wieder super, super. Da ist mal so ein ganz besonderer Sound irgendwie dahinter, der so sehr groovig ist. Das zieht sich ja durch diese ganzen Spiele von Infogrames durch, wie zum Beispiel auch bei Lucky Luke oder natürlich auch bei Asterix 2, das hier Asterix und Obelix heißt. Alles sehr gute Plattformer. Ja, das Spiel macht natürlich die ich jetzt nichts besonders. Das erfindet das Rad jetzt auch nicht komplett neu, aber ist natürlich super. Meine Version, die ich hatte, da war das, ja, das Cover oben so ein bisschen ausgeblichen. Das ist ja so eine kleine Gameboy-Krankheit. Und dadurch habe ich jetzt natürlich ein Upgrade bekommen, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und was er mir noch geschickt hat, was ich noch nicht in meiner Sammlung hatte, ist Speedy Gonzales. Ganz ehrlich, ich habe von dem Spiel nicht so super viel erwartet. Ich dachte mir so, ja, wird wahrscheinlich so eine übliche Lizenzversoftung irgendwie sein. Also wahrscheinlich nichts Besonderes. Aber als das Spiel dann bei mir eingetroffen ist, habe ich gesehen, oh, Sunsoft. Und zwar, Sunsoft ist natürlich so ein bisschen der Begriff, dass sie auch ganz gute Spiele immer die hergestellt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an Batman 1 auf dem Game Boy, was auch ein super, super Spiel ist. Also Sunsoft steht für Qualität und als ich jetzt reingespielt habe, war ich auch durchaus positiv überrascht. Ja, es ist natürlich auch ein Plattformer, ist klar. Und das ganze Gameplay erinnert so ein bisschen an Sonic. Also ihr flitzt wirklich durch die Level, habt auch teilweise Loopings und so weiter. Also ich will fast schon sagen, ein relativ schamloser Sonic-Rip-Off. Aber das muss ja nichts Falsches sein. Auf dem Gameboy mit zu viel Geschwindigkeit, da gibt es ja auch nicht so viele Spiele. Und ja, ich habe jetzt nicht sehr weit reingespielt, aber das, was ich jetzt bisher so gesehen habe, hat durchaus einen guten Eindruck gemacht. Von daher, irgendwann wird da mal ein Test dazu kommen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich für diese zwei Kanalspenden. Habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Das waren die Kanalspenden, aber ich habe mir natürlich auch noch so einige andere Spiele selbst gekauft. Und die kaufe ich mittlerweile meistens bei retrogamecollectorheaven.de. Das ist wirklich eine wunderbare Seite, da will ich jetzt nicht viel Werbung machen. Dort bekommt ihr auch übrigens hier mein Gameboy Geheimtippsbuch. Das gibt es da exklusiv. Ich verlinke euch das Ganze unten. Ist ein sehr guter Laden, finde ich, der sehr gute Spiele hat und auch meistens zu einem sehr fairen Preis für einen Händler. Also für mich eine klare Empfehlung. Natürlich, ich bin voreingenommen, weil mein Buch da natürlich da ist, aber ich kaufe da auch selber oft. Genug der Werbeworte und zwar habe ich mir als es Mr. Nuts geholt. Eigentlich habe ich es mir geholt, weil es billig war. Und ja, ich dachte mir auch so, ja, Plattformer, Maskottchen, wird nichts Besonderes sein, war auch nicht teuer, war aber schon länger auf meiner Liste, weil das klingt so generisch. Da wollte ich mir einfach mal ein eigenes Bild machen und auch hier habe ich reingespielt und war erstmal relativ positiv überrascht. Also ich vergleiche das jetzt mal mit Bubsy. Bubsy ist halt Grafik nicht so geil und auch die Steuerung nicht so cool, aber Mr. Nuts hat das alles. Von daher war ich auch hier wieder mal sehr positiv überrascht. Mal gucken, wann ich hier mal genauer reinspiele. Also so komplett Mist scheint es auf jeden Fall nicht zu sein. Vielleicht ändert sich das später im Laufe des Spieles. Ich weiß es einfach nicht. Dann habe ich mir geholt Star Trek Generations. Auch ein Star Trek Spiel. Ich hatte ja schon mal ein Star Trek Spiel bei mir in der Quälzig-Serie, was so nicht ganz so optimal war. Und ganz ehrlich, bei diesem Spiel hier, ja, setzt sich so ein bisschen mein Ersteindruck fort. Ich habe hier reingespielt, ihr seht es in der eingeblendeten Gameplay. Und ja, es sieht ganz
okay aus erstmal. Also ihr steuert euer Raumschiff und behakt euch mit Gegnern. Natürlich ist so ein Raumkampf aus der Ego-Perspektive auf den Gameboy nicht so ideal, ist aber relativ okay umgesetzt worden, auch wenn ihr irgendwie, ich weiß nicht, das Spielgefühl war einfach nicht gut. Also man musste viel zu oft auf gegnerische Raumschiffe irgendwie schießen, meiner Meinung nach, bis da irgendwie was passiert ist. Also sehr undurchsichtig. Ich nehme mal an, das wird wie bei anderen Star Trek-Spielen dann auch so sagen, dass ihr vielleicht Bodeneinsätze habt und so weiter. Also hier Empfehlung vom Ersteindruck eher, ich sag mal, eingeschränkt. Denn als nächstes habe ich mir Spy vs. Spy geholt. Natürlich nicht nur wegen dem fantastischen rosa Cover, sondern auch, weil ich das Spiel auch schon länger auf meiner Wanted-Liste hatte, weil sie das so angenehm anders spielt. Also zuerst mal Spy vs. Spy ist, wenn ich mich richtig erinnere, ja so ein Untercomic aus diesem Mad-Magazin. Ne? Ihr kennt vielleicht alle dieses Mad-Magazin, dieses Satire-Magazin, sage ich mal. Besonders in den USA war das ja sehr populär und wird auch oft mal in irgendwelchen anderen Fernsehserien und sowas immer wieder aufgegriffen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ehrlich gesagt. Und da waren diese Comic-Strips halt immer diese zwei Agenten, die wirklich schwarz und weiß waren und komplett gleich gezeichnet waren. Ich denke mal, damit man auch so ein bisschen zeigen kann, von wegen, wie unsinnig ist, dass sich da zwei Agenten bekämpfen, weil die sind gleich, aber das mag jetzt zu viel interpretiert von mir sein. Und in diesem Spiel habt ihr immer so eine kleine Übersichtskarte. Ihr spielt einen dieser Agenten und müsst eine bestimmte Aufgabe erledigen, wie zum Beispiel, ihr müsst den und den Gegenstand besorgen. Aber der andere Agent wird vom Computer gesteuert und hat natürlich dasselbe Ziel. Aber ihr könnt hier und da immer wieder Fallen stellen. Das heißt, zum Beispiel eine Kiste präpariert ihr dazu, wenn der andere Computergegner drauf geht, dass der dann halt entsprechend diese Falle reinläuft und dass der halt entsprechend gestunt wird. Und so gehen diese ganzen Level. Ihr müsst halt immer den anderen irgendwelche Fallen stellen und so weiter. Ist halt mal ein erfrischend anderes Spielprinzip. Auch hier nicht ganz so einfach zugänglich. Hier muss ich auch mal ein bisschen mehr Zeit rein versenken, bis ich da mal mir ein klareres Bild machen kann. Aber das ist mal wirklich ganz tolle Sache. Und als nächstes habe ich mir ein US- und ich glaube japanisch exklusives Spiel geholt, und zwar Cat Trap. Ja, ist hier leider nicht erschienen. Ich war letztens kurz mal im Gameboy-Stream vom NES-Kommando. An dieser Stelle, falls ihr sehen solltet, viele Grüße an euch. Und da haben die auch unter anderem Cat Trap empfohlen. Und ich habe das auch schon lange auf meiner Wanted-Liste, eigentlich eher wegen dem Namen, und ich konnte mir da nicht so groß was darunter vorstellen. Und es ist ein super interessantes Puzzlespiel. Und zwar müsst ihr so im Prinzip ja quasi Blöcke verschieben, um Gegner zu erledigen. Das klingt natürlich jetzt auf den ersten Blick nicht so geil irgendwie und nicht so besonders, aber ihr seht es am eingeblendeten Gameplay. Das geht wirklich ruckzuck von der Hand. Ihr habt halt immer ein Beispiel, wo ihr halt diese Blöcke irgendwie so platzieren müsst, dass ihr halt vorankommt. Es wird natürlich immer komplizierter. Also wirklich ein richtig, richtig geiles Puzzlespiel, was sehr, sehr flott von der Hand geht. Und das mag ich so an diesen Puzzlespielen. Das ist so ähnlich wie Quirk, ne? Da habt ihr immer so einen Raum, ein kleines Rätsel, zack, 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 geht's weiter. Und dann müsst ihr nicht stundenlang irgendwo dran sitzen. Und das ist so ein ideales Spiel so für zwischendurch. Dann als nächstes habe ich mir Sequest DSV geholt. Ja, Sequest ist ja einer dieser großen Serien. Ich glaube, das lief damals alles auf RTL. Ne? Sowas wie Xena, Hercules, Sequest gab es da. Und ich glaube noch irgendein anderes Spiel, was mir aber gerade nicht einfällt. Sequest war nie so meine Lieblingsserie, aber ich fand die Prämisse natürlich immer toll. Ne? Statt ein Raumschiff irgendwo mal mit einem U-Boot irgendwie rumzufahren, ist natürlich mal was erfrischend Neues. Und auch das wurde dann natürlich auch auf den Gameboy portiert. Und auch hier durchaus nicht verkehrt. Denn ihr habt auch hier auch ähnlich wie bei den Star Trek Spielen, halt nur in gut oder in besser, würde ich sagen, verschiedene Sequenzen. Das heißt, ihr startet hier mit euren Unterseeboot und müsst natürlich so ein bisschen Shoot'em-up-mäßig was Aufgaben erledigen. Dann gibt es da auch da natürlich so quasi, ich sag mal so Landmissionen, also wo einer von euren Leuten aussteigt und in irgendein Level in der Seitenperspektive irgendwelche Sachen erledigen muss. Also hier wirklich ein guter Mix irgendwie präsentiert. Und es mag zwar kein Spitzentitel sein, aber ist durchaus auch mal wirklich mal einen Blick wert. Und als nächstes habe ich mir WWF War geholt. Ein weiteres Wrestling-Spiel. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja ein großer Fan von WWF Superstars 1 und 2. Das habe ich als Kind geliebt und hoch und runter gespielt. Gerade vielleicht, weil es so eher so simpel ist. Ne? Es spielt sich ganz gut runter. Und dieses Spiel hier, ich weiß nicht, ich habe den Bezug dazu nicht gefunden. Die Steuerung finde ich sehr, sehr seltsam. Also ich habe bisher nur ein Match gespielt, mit dem Undertaker natürlich. Ne? Also so ein paar berühmte Persönlichkeiten sind auch hier vertreten. Aber irgendwie,
Ja, ich weiß nicht. Also der Kampf hat sich nicht spaßesmäßig irgendwie gut angefühlt. Auch hier die Steuerung war relativ nicht responsiv. Ich wusste nicht irgendwie, welche Tasten sind es für was. Es kamen dauernd irgendwelche Griffe. Klar, das gehört beim Wrestling dazu, aber irgendwie einfach mal so einen normalen Schlag oder Tritt, das war irgendwie nicht so einfach umzusetzen. Und oh, nee, also ich glaube, das ist eher eines der nicht so geilen Spiele. Aber richtig geil ist Jurassic Park 2. Auch das ist eine Empfehlung aus dem NES-Kommando-Stream. Dieses Spiel hatte ich so gar nicht auf dem Radar. Ich wusste ja gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Aber das ist richtig gut. Es ist zwar eines der teureren und etwas selteneren Spiele und auch Jurassic Park-Spiele natürlich. Aber das ist ein One-and-Gun-Spiel aus der Seitenperspektive. Das heißt, ihr steuert da die Level lang und schießt dann auf irgendwelche Dinosaurier. Und das ist richtig gut umgesetzt worden. Also die Grafik ist wirklich klasse, die Steuerung ist super, es hakt nie was. Also das macht richtig, richtig viel Spaß und da wird es hundertprozentig demnächst auch mal einen Test dazu geben. Also ich dachte wirklich so, die meisten guten One-and-Gun-Spiele kenne ich, ja. Aber das ist immer so eine tolle Sache, dass selbst wenn man viele Spiele kennt auf dem Gameboy, dass es immer noch diese ein, zwei, sagen wir mal, Perlen gibt, die man bisher übersehen hat oder einfach mal wegen dem Namen irgendwie so gedanklich beiseite geräumt hat. Und das ist wirklich richtig, richtig gut, kann ich euch jetzt schon empfehlen. Und als letztes Gameboy-Spiel habe ich mir Mega Man 3 geholt. Ich habe ja nur Mega Man Dr. Wilys Rache und Mega Man 2 auf dem Gameboy in meiner Sammlung. Und je höher die Zahl der Mega Man-Spiele wird, desto teurer wird es natürlich. Aber der dritte Teil, das geht noch einigermaßen, ist natürlich nicht so geil wie zum Beispiel der fünfte Teil, aber schon wirklich besser als der zweite Teil. In meiner Capcom-Übersicht habt ihr das ja vielleicht gesehen, irgendwie gefühlt ist es, je höher die Nummer des Mega Man-Spiels auf dem Game Boy ist, desto besser und ja, ausgereifter ist es. Da ist einfach wesentlich mehr Feinschliff reingeflossen. Da merkt man, dass die Entwickler auch irgendwie ein bisschen mehr wussten, wie sie mit dem Game Boy arbeiten können. Also nicht, dass jetzt die ersten Teile irgendwie Mist wären, aber das wird halt immer feiner. Und der dritte Teil ist wirklich richtig, richtig gut zum Spielen. Hat mir viel Spaß gemacht, soweit wie ich bisher gespielt habe. Auch da bin ich natürlich jetzt kein Mega Man-Crack, aber passt. Und als letztes Spiel habe ich mir ein Game Boy Advance Spiel geholt, und zwar The Legend of Zelda Minish Cap. Auch hier hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen, Link's Awakening ist ja mein absolutes Lieblingsspiel auf dem Game Boy. Und ich kann so mit diesen 3D-Zeldas, bis jetzt vielleicht auf den neuen, auf der Switch, nicht so riesig was anfangen. Ich bin eher so ein bisschen der Fan von diesen 2D-Zeldas. Und das Spiel hat wirklich einen sehr, sehr guten Leumund und deswegen musste ich mich für meine Sammlung holen. Auch hier habe ich bisher leider keine Zeit gehabt, großartig reinzuspielen, weil ich mir dafür mal so richtig, richtig viel Zeit nehme, um das einfach mal alles aufzusaugen und zu genießen. Aber das ist auch mittlerweile gar nicht mehr so billig und einfach zu bekommen. Wobei es natürlich auch so ein Spiel ist, denke ich mal, das hat sich damals richtig oft verkauft, aber das ist ja bei den Zelda-Spielen ja überall so. Weil es eben jeder in seiner Sammlung haben will, sind die Dinger immer so teuer, aber ist natürlich eine Pflicht. Und ich will auch mal so ein bisschen langsam auch so ein bisschen meine Game Boy Advance und Game Boy Color Sammlung ja aufbauen, vielleicht nicht, aber ab und zu mal sowas einstreuen. Weil es wird jetzt auf den Game Boy langsam wirklich so ein bisschen übersichtlich, was mir jetzt so an Spielen fehlt, die ich jetzt unbedingt haben will. Deswegen schauen wir mal. Ja, das waren meine Pickups. Ich hoffe, euch hat es so ein bisschen als Anregung gut getan und es hat euch das Video gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wie immer natürlich einen Kommentar da alles, Daumen und so weiter. Das hilft mir und den YouTube-Algorithmus, dass auch eventuell andere Leute dieses Video hier zu sehen bekommen. Und schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!